Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin wieder euer Avenger und wir spielen heute wieder mal The Walking Dead Season 2, Part 7. Also es müsste jetzt der siebte Part sein mittlerweile. Ja, ich nehme das jetzt das erste Mal mit Open Broadcaster Software auf. Sonst habe ich das immer mit Action gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste ganz schön viel rumstellen, dass mein Prozessor nicht abschmiert. Aber ich denke mal, es funktioniert. Ich habe auch noch einen Fehler gemacht. Diesen Part hatte ich eigentlich schon mal gespielt. Nur so schlau, wie der Richter wieder ist, die Webcam-Aufnahme hat er weggeschmissen. Und war nur noch das Spiel da ohne Gebabbel. Oh Mann, ich sag euch, das war wieder sensationell. Das war wieder Avenger Live. Aber wie schon gesagt, nach diesem riesen Cliffhanger vom letzten Mal geht es jetzt weiter. Bringt er ihn um wegen der Tat, dass Nick Matthew erschossen hat, werdet ihr sehen. Do you know what you've done to me? Do you have any idea? I didn't mean to. I'm so sorry. I'm so sorry, Walter. Guter Mann. Sehr guter Mann. Oh ja, 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 das ist, Übrigens, vielen Dank fürs letzte Feedback, auch von dem Feedback zum Intro, also wow. Sensationell. What's going on? Euch. The storm's got it spinning out of control. That sound's gonna draw walkers. We gotta shut it down now. Nick, help me. Man, oder? Carry the guns. Gen Demo. Guns? Ja, Waffen, mit was willst du sonst, ne? That thing's a damn dinner bell! Ich krieg auch eine Knarre. Geil. Immer schön ernst bleiben. Immer Finger locker halten. What the hell was that? Damn it! Transformer must have gone. Gotta check it. I could use a hand. I'll go with you. I'm going to. No! It's too dangerous. Rest of you, get this thing shut down. Does anyone know how to do this? Great. I can do it. Okay, we'll watch your back. Nick, scan the trees with me. Wir könnten das mit unseren 11 Jahren. Okay. Also wichtig ist schon mal zu wissen, dass das hier der Notausknopf ist. Aber wir machen erstmal Licht. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Machen wir erstmal Licht. Wie schon gesagt, hier ist der Notausknopf. Das habe ich natürlich auch ohne Licht gesehen. Das ist natürlich logisch. Und hier ist wahrscheinlich auch noch der passende Schlüssel dazu. Ja, viele werden sich jetzt sagen, oh, da hast du schon gespielt und so. Aber nee, in der Realität funktioniert es tatsächlich auch so. Die Deutschen haben zwar jetzt kein Schlüsselloch, bevor sie das Ding machen. So eine Sicherheit haben wir jetzt zumindest bei den Maschinen, wo ich und der Tauli gearbeitet haben, nicht. Ich meine, wir haben da auch nicht mit so krass viel Elektrizität. Obwohl doch, das war auch Starkstrom. Und zwar ziemlich extrem eigentlich. Aber ist auf jeden Fall egal. Wir hätten damit keine Atombombe ausgelöst oder so, wie das in den Staaten ist. Übrigens, wo jetzt Donald Trump an der Macht ist. Ja. Yeah. Hoffentlich haben sie die Schlüssel gut versteckt. We don't have much ammunition. We gotta get back to the lodge. They're behind us. Sie sind überall, das wissen wir doch. Ich weiß, das ist jetzt echt nicht das Thema. Ich glaube, ich spreche das auch nochmal am Sonntag an. Ich habe jetzt übrigens in meinem Banner endlich reingeschrieben, wann die Aufnahmen kommen, beziehungsweise Avenger Talk. Jetzt ist es Sonntag mittlerweile. Hallo? Ja, genau. Yeah. Oh, voll die Schulter. Bam, Bitch. Hey, wir haben den Kopf getroffen. Nice. Auf jeden Fall, da werde ich das Thema nochmal ansprechen, was ihr denn so über Trump denkt. Ist das jetzt der Untergang für Deutschland, oder? Oder eigentlich für die ganze Welt? Oder ist es eigentlich gar nicht so schlimm, wie alle behaupten, weil ich meine... Alter, schießt jetzt ein Penner da oben. Ich meine, Trump, der... Boah, ist ein milliardenschwerer... Oh, verdammt. Oh mein Gott.
Hilfe. Danke, Joe. Du bist ein cooler Arzt und so. Run, go! Auf jeden Fall müssen wir da auf jeden Fall ein bisschen drüber quatschen am Sonntag. Übelst freuen, Alter, wenn da mal ein paar Leute mithelfen. Vielleicht fallen mir da auch noch ein paar mehr Themen ein. Ja, die liegt auf der Waffe, exakt. Und natürlich müssen wir da drücken bis zur Extase. Weg damit. Ja, wir haben eine Waffe. Wir haben ganz schön Rückstoß. Aufgepasst. Und wir haben trotzdem nicht getroffen. Holy goddamn. Oh. Ich hab was vergessen. Scheiße, das wollte ich eigentlich die ganze Zeit schon machen, weil ich habe nämlich gemerkt, dass es extrem laut ist und man mich kaum versteht, wenn ich spreche. Deswegen tun wir das mal alles ein bisschen runtersetzen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu leise wird. Wenn ja, dann tut es mir unwahrscheinlich leid. Weil, wie schon gesagt, mit Open Broadcaster, da bin ich noch nicht so erfahren mit der Aufnahme. Aber wir werden sehen, wie es sich auswirkt auf jeden Fall. Vielleicht bringt es auch gar nichts. Kann natürlich auch sein. Jetzt haben wir natürlich schon wieder diese... Oh, die haben wir gut verwendet, würde ich jetzt mal behaupten. Nicht? Klar können wir helfen. Hilfe bitte! Hilfe bitte! Oh! Was wird jetzt tun? Ah! Nice, guter Mann. Sehr guter Mann. Er weiß noch, was sich gehört und was Gerechtigkeit ist. Das ist, wie schon gesagt, als Nick geschossen hat, wusste er wahrscheinlich gar nicht so wirklich, was er da tut. Clem, get inside! Go! Soll ich reingehen? Gib mir eine Knarre, ich feuer mit. Was ist denn los mit euch? Ich kann das. Ja, ich kann das. Clementine, are you okay? Ja, ich denke doch. Das sind nicht unsere Waffen. Die Frage ist jetzt, sind das jetzt unsere Verfolger? Oder sind die von der Frau? Oh nein. Die Frau gehört auch noch zu dem Arschloch. Ach, was ist denn da los? Ach, das dürfte doch nicht wahr sein. Howdy, super. Folks. Fick dich, Bastard. Darf man das sagen auf YouTube? Ja, doch, ich darf das. Where's Rebecca? Carver. Rebecca, die ist weg, die ist... Tschüss. Nice to see you too. Hat keinen Bock auf dich, Freund. Dad, Sarah. Ich will auch einen schlagen, der total wehrlos ist und auf den Knarren gerichtet werden. Du bist ein echt starker Mann, du bist toll. Doof. Inside. Was bist du für ein Gollum? Was ist mit dir los? It's you. Keep moving. Heartless bitch. Vielleicht werden sie auch alle von dem Bastard gezwungen. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Look at this place. Wird in dem Spiel, glaube ich, nie so wirklich behandelt, warum alle nach seiner Pfeife so krass tanzen und naja, aber seht am besten selber. Ich bin auch gespannt. Wie schon gesagt, ich habe das ja vorher nie auf Deutsch durchgespielt. Keine Ahnung, was da wie sich das. This fucking place, Bonnie? Power and everything. Sehen wir was? Lot of windows. Runter. Fucking sterben hier. Bill's gonna hate it. Ah, the rest of them could be anywhere. Das krasse ist jetzt. Man, how the fuck are we gonna cover these guys and look for them? Das Spiel ist so leise geschaltet, dass ich fast nicht mehr höre, was sie sprechen. Deswegen muss ich jetzt alles lesen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich muss unbedingt mit dem Tauli reden. Unbedingt! Wegen dem The Walking Dead Season 3. Also, weil wie schon gesagt, das wird wahrscheinlich auf Englisch rauskommen, wird auf Deutsch auch nicht unterstützt. Gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. So, dass ich jetzt mit Englisch, wir können es versuchen, ein bisschen Englisch kann ich, aber ich werde halt nicht alles verstehen. Also könnte es auch sein, dass meine Entscheidungen ein bisschen krass doof sind. Ja? Aber wie schon gesagt, das werden wir alles erleben. Das werden wir alles erleben. Das ist kein Problem. No problem. Okay, der schaut sich ja ganz gut um. Hat uns anscheinend noch nicht
gesehen. Vielleicht mache ich die Aufnahme mit dem Tauli zusammen. Wie ich das handeln möchte, will, kann, werde... Oh, Jesus. Das weiß ich noch nicht so genau. Listen, I'm only gonna ask you once. Where's Rebecca? Sarah, look at me. It's gonna be okay. Rebecca! Rebecca! Der Wichser, Alter. Our baby deserves to be raised in a place of safety. I know you're out there. Oh, das ist sein Kind. The girl. This is real simple. You want this over quick. You all play nice. And show your faces. Ihr werdet euch bestimmt erinnern, wir haben ja mit Rebecca darüber gesprochen, dass das Kind nicht von ihm ist. Also von ihrem Kerl halt. Back, the baby. You need a doctor. No, where is fucking Kenny? Klar, wir hauen jetzt einfach ab. How the hell am I supposed to know? Ist ja völlig logisch. Also ich bin Carlos. Der Typ. Only way to help him is to do what the man says. What about Luke and Kenny? Look at those guns. We start shooting and people are gonna die on both sides. Ich kann durchaus behaupten, Jesus, du Wichser, der Penny wird niemals abhauen von sowas. Carver knows she's with us. Just stop! Don't hurt my dad, please! We're going down there. He'll kill you. Fuck you! Shoot him! Somebody just shoot him! Clem, go get help. He'll kill him, Beck. He'll do it anyway. You don't know that. Say goodbye, Carlos. Nee, ich werde Kenny nicht finden. Rebecca, we have to give up. Ich kann nicht einfach gehen, das geht nicht. In der Zeit hätten sie ihn schon längst getötet. Gehe ich mal ganz stark von aus. Sie kämpfen auch noch beim Vornamen. Naja, ist ja völlig logisch. Die Frage ist, hat er sie vergewaltigt oder hat sie es freiwillig getan? You alright? Fuck you. You don't want to do this. Please, let these people go. Just shut up. Das ist echt so eine herzlose Fotze, ey, ohne Scheiß. Ey, verdammt. Ich meine, das Spiel ist eher wachsam. Warum sollte ich nichts sagen? Can you reach my hands? Oh, Jesus. Everything under control? Let's just get our people home, all right? I'll try. Yeah, man. Nice shot. Don't move. Was passiert jetzt? I can't see him. Watch them. Oh, no. No! Somebody do something! That's for our man! Now, I didn't want to do this, but you ain't leaving me much choice. So here's what's gonna happen. I'm gonna march another one of your friends out here, and I'm gonna put a bullet in the back of their head. Or you can give up now. Your choice. Hi, Alvin. Really? You motherfucker. Alvin! Bill, no! Tell him to stop! Kenny, stop! You remember George, Alvin? You see, I do. I remember a guy that was your friend named George. I remember when you murdered him in cold blood. And why? Because you didn't like me? You could have lodged a complaint. You could have been civil. Bill, no! We'll do whatever you want! I love you, Beck. Bill, please! Komm, ich renn hin. Scheiß drauf. Bam! Bam! Das ist Penner, Alter! Oh no, jetzt muss er rauskommen. We can do this all night! Is that what you want? Und mir fällt jetzt gerade auf, ich habe die falsche Thumbnail beim letzten Part gesetzt. Ah, scheiße. Okay, das kann schon mal vorkommen. Das werden sich die meisten eh schon gedacht haben, wahrscheinlich. Where's Luke? Was passiert? So, jetzt haben sie uns alle gefangen genommen. Sehr schön, hervorragend. Finally cut and run, huh?
Why am I not surprised? Ach so, Luke ist noch verschwunden. Luke ist noch weg. Der könnte noch die letzte Sorgen sein. Look where he's led you. But you're safe now. We're going home. As a family. Das ist einfach nur ein kranker Bastard. Alright, er macht diese ganze Show nur, um die Frau zu verfolgen? Was ist denn da dran jetzt so wichtig, Alter? Na, okay, ist halt so. Spiel. Nicht? So muss das. Alter, nicht so grob. Also, ne? Sonst komm ich rein. Das nächste Mal bei The Walking Dead. Tja. Ich denke mal, ich weiß schon, wo es hingeht. I don't know if we could have saved Walt, but I know one of us didn't just give up. Yeah, I know. The folks are sore over what happened. Let's remember, these are our brothers and sisters, and genau, das, they all have a vital habe. Role to play in this community. Warum hat er sie so lange verfolgt? Yeah. Nur wegen dieser einen Tatsache? That don't mean they can't earn their way back into the fold. Nicht. Da muss irgendwas dahinter stecken. That don't mean we can't find it in our hearts. Ich weiß nicht, schreibt mal in die Comments, was ihr darüber denkt. Also, knowing full well, ich finde, da ist irgendwas faul, meine Freunde. Da ist irgendwas faul. Surely wish they had. A storm is on the way. Bevor ich jetzt die Entscheidung nochmal durchlese, was mich an der Story von The Walking Dead, also das Game, jetzt nur das Game, so richtig, was ich so richtig krass geil finde, im Gegensatz zur Serie, bei der Serie ist es momentan so, es hat sich total verändert. Für das, warum ich The Walking Dead geschaut habe damals im Fernsehen, war eigentlich die Zombies in dem Fall. So, und dasselbe ist jetzt bei der Serie passiert, wie es bei Infestation passiert ist. Infestation wird euch wahrscheinlich nichts sagen, obwohl, ist ja auch so ein YouTube-Trend eigentlich. Infestation, da geht es nicht mehr um die Zombies, verdammte Kacke. Die Zombies sind keine Bedrohung mehr. Bei Infestation ist es genauso wie bei The Walking Dead. Es hat sich alles total verändert. Die Zombies sind nur noch Nebensache. Und ich finde, es hat sich so negativ verändert und in dem Spiel geht es immer wieder darum. Es geht immer wieder darum. Die Zombies sind und bleiben eine Bedrohung. Dadurch sterben auch noch Leute. In der Serie sterben sie jetzt schon meistens mehr von irgendwelchen anderen Klicken wie von sie selber. Also wie von den Zombies. Und das ist das, was mich an The Walking Dead so jetzt gar nicht mehr reizt. Und ich glaube, deswegen hat der Blue Tiger auch aufgehört, darüber zu berichten. Vielleicht ist es ihm auch schon zu langweilig geworden. Ich meine, jetzt mit dem Negan, das ist so eine Sache, aber wie schon gesagt, bevor ich jetzt Spoiler für die, die es noch nicht geschaut haben, schaut es euch am besten an, also bildet euch eure eigene Meinung. Es ist schon immer noch aufreibend, aber es ist nicht mehr das, wofür ich es eigentlich geschaut habe. Und naja, wollte ich jetzt einfach mal hinzufügen, nicht? So, jetzt lesen wir uns das mal durch. Friendship. I took blame for Sarah's photo. Blame. Ich weiß gar nicht, was Blame bedeutet. Das ist wieder so ein Punkt, warum ich einen Tauli brauche fürs nächste Spiel wahrscheinlich, weil ich habe manche Vokabeln einfach nicht im Hirn. Ich denke mal, you and 48% of players took the blame. Ist jetzt echt eine gute Frage. Der Tauli lacht dann wahrscheinlich jetzt gerade in dem Moment, wo er sich's anschaut. Lacht sich total verreckt über mich. Es hat irgendwas mit dem Foto zu tun. So, es könnte sein, dass ich mich für sie eingesetzt habe und gesagt habe, dass ich das Foto für sie geschossen habe, dass der Vater sich nicht so aufregt. Irgendwas wird damit zu tun haben. Auf jeden Fall, ich und 48% der Spieler haben irgendwas gemacht, was mit dem Foto zu tun hat. Vielleicht könnt ihr es mir in die Comments schreiben, was es bedeutet. Keine Ahnung. Who did you sit with at the diner? Also, ich und 64% der Spieler haben sich zu Kenny gesetzt bei dem Dinner. Ihr könnt euch daran erinnern, mussten wir uns entscheiden, also ich mich entscheiden, setze ich mich zu Kenny oder zu meinen neuen Freunden. Ich habe mich für Kenny entschieden, weil, wie schon gesagt, wenn ich jetzt mit Freunden unterwegs bin und ich treffe einen, den habe ich schon Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ja, und
ist völlig klar, dass ich mit dem reden will, dann setze ich mich daneben und meine Freunde verstehen das immer. Also ich denke mal, in dem Fall wird es der Luke und der Nick, die werden das verstanden haben. Also ganz ehrlich, ne? Ist so, die haben sich ja dann auch zu uns gesetzt, haben mitgebabbelt. Das passt dann schon und das wird auch. So, Hardesty. Told Water the truth about Matthew. Also, wie schon gesagt, wir und 56% der anderen Spieler haben Walter die Wahrheit bezüglich Matthew erzählt, dass halt Nick ihn erschossen hat und wir das eigentlich mehr oder weniger geheim gehalten haben, beziehungsweise wir konnten es ja nicht ahnen bis zu dem Foto, dass die zwei irgendwas miteinander zu tun haben, obwohl das eigentlich, wenn man eins und eins zusammenzählt, beziehungsweise hat es ja mehrmals erwähnt, wir wussten zwar nicht, dass es Matthew war unten an der Brücke, aber wir konnten es uns eigentlich schon denken. Das war nämlich der Ausguck für die da oben, dass die oben sicher sind, beziehungsweise, dass wenn irgendwas passiert, er hochrennt. Aber wie schon gesagt, ihr seid ja nicht doof, ihr wisst es jetzt selber. So, Forgiveness, Nix Fate. Okay, ich und 56% der anderen Spieler. Komm, Vincent Walter, to forgive. Ach so. Dass wir gesagt haben, er soll's Water erzählen oder wie oder wo oder was. Nee, warte mal, Water to forgive Nick. Ach so, wir konnten. Ah ja, alles klar. Ich glaube, das heißt so viel, dass wir, also ich und 56,3% der anderen Spieler, Walter dazu bringen konnten, Nick zu vergeben. Nicht, ob's er jetzt, wie schon gesagt, der Tauli lacht wahrscheinlich jetzt gerade schon wieder, weil ich schon wieder rätseln muss, was es heißt. Eigentlich, mein Nix Fate, das ist klar, ne? Muss man nicht der Übersetzungskünstler sein, was das bedeutet, aber wie schon gesagt, was es damit zu tun hat. Auf jeden Fall, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir Walter dazu bringen konnten, Nick zu vergeben. Das wäre für mich das Sinnvollste, das haben wir auch geschafft. Wie es natürlich anders ist, weiß ich gar nicht, weil ich glaube, ich habe es beim letzten Mal auf dem Handy auch geschafft. Auf jeden Fall, Bravery left to find Kenny. Also, ich und 56,1% der anderen Spieler stay to help Carlos. Also, in der letzten Entscheidung, wir sind nicht abgehauen und haben versucht, Luke und Kenny zu finden. Nein, wir sind da geblieben und haben geholfen, Carlos zu retten, beschützen, wie auch immer. Letzten Endes haben wir es doch nicht geschafft. Ich meine, er hat jetzt zwei krass ausgerenkte oder gebrochene Finger. Jesus. Also auf jeden Fall krasse Geschichten. So viel zu unseren Entscheidungen. Die Episode ist vorbei. Jetzt kommt dieser endlos lange Abspann, bis es dann endlich mal weitergeht. Hier steht es auch nochmal übersetzt von Shoot Biss. Ich glaube, ich sag das jedes Mal, wenn es kommt. Auf jeden Fall, die haben einen sensationellen Job gemacht und ich wünschte, ich könnte mit der Programmiersprache so umgehen, dass ich auch sowas machen kann. Einfach irgendwas im Spiel verändern. Ich finde es mega unscheiß. Auf jeden Fall. Ich bin's froh, dass es solche Leute gibt, die solche Spiele übersetzen. Dann haben wir nämlich viel mehr Spielspaß. Natürlich hätten sie die Grafiken von den Aufgaben auch auf Deutsch übersetzen können. Dann hätte ich nämlich wahrscheinlich nicht solche Probleme, das zu übersetzen. Aber wie schon gesagt, ich werde mich mit Tauli auf jeden Fall nochmal zusammensetzen, ob wir das zusammen machen. Weil es gibt ja eine Möglichkeit, dass man dieses zusammenspielen kann, auch wenn man nicht im selben Raum am selben Rechner sitzt. Über Skype kann man nämlich seinen Monitor projizieren zu dem anderen, während sich unterhält. Das Problem ist jetzt, wie läuft das dann mit der Aufnahme zusammen? Ist dann mein i5-Prozessor aus der ersten Generation dann wirklich zu schlecht schon dafür? Weil ich muss jetzt gerade echt sagen, mein Prozessor, der ist going crazy. Der Lüfter, der rennt sich hier gerade zu Tode. Wo ich dazu sagen muss, bei Merillis Action war es so... Das hatte die höchste Auflösung, also Originalaufzeichnung, wirklich Original-Spielaufzeichnung, ohne abzuspacken. Und der Prozessor war immer so zwischen 30% und 45% Leistung. Ne? Obwohl nebenbei die Kamera lief. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur an der Grafik hier unten hängt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, weil die Grafik, die muss ich später immer einfügen bei Camtasia. Hier natürlich nicht, ist ja klar. Das geht ja alles über OBS, deswegen ist OBS eigentlich ein geiles Programm. Aber wie schon gesagt, ich spiele wirklich, also für die, die Ahnung haben mit OBS, da gibt es eine Einstellung, wie man den Prozessor einstellen, also einrichten kann. Und ich bin auf Ultra Fast. Ultra Fast ist eigentlich das Gegenteil von dem, was es sich anhört.
Ultra Fast ist eigentlich die schlechteste Einstellung für den Prozessor. Also so, dass der Prozessor am wenigsten Anforderungen braucht. Also die Qualität wird so runtergeschraubt, dass es der Prozessor noch schafft. Sagen wir es mal so. Ich habe jetzt bei der Aufnahme, ich habe ein paar Testaufnahmen gemacht, bevor ich das hier gestartet habe. Ich habe da jetzt keinen Unterschied gesehen. Also nicht, also zumindest keinen gravierenden. Aber bei Action war es halt so, ich konnte mit 60 Frames per Second aufnehmen, Originalaufnahme, also die Ultra-Grafik-Einstellung wurde 1:1 übersetzt und ich war, wie schon gesagt, selbst 60 Frames per Second. Und jetzt nehme ich sogar bei der Webcam mit 30 Frames per Second auf und das Spiel aber trotzdem mit 60. Wenn ich jetzt das runterschalten würde, ich weiß nicht, ob es dann noch ein bisschen anders aussehen würde, keine Ahnung. Weil das menschliche Auge nimmt ja nur 30 wahr und ich glaube 60, ja, das kann man jetzt sehen, wie man will. Wenn ich jetzt, ich sehe schon einen Unterschied, wenn man 30 und 60 spielt, es läuft auf jeden Fall deutlich flüssiger. Aber mal gucken. Ich werde mich da auf jeden Fall nochmal reinfuchsen. Ich hoffe, ich habe jetzt auch genug gelabert, sodass der Abspann jetzt endlich weg ist. Ne, wie schon gesagt, ich mag mich sagt, ich rede zu wenig. Ich hoffe, das habe ich diesmal krass umsetzen können. Das mit der Kamera wird auch einigermaßen passen, denke ich. Und warum ich immer diesen Blick hier mache, das mache ich nicht, damit es so aussieht, als würde ich dem Spiel verfolgen. Nein, da ist nämlich mein zweiter Bildschirm. Für die, die meine Videos schauen, die wissen das. Ich gucke immer mal, ob das alles so noch passt und ob ich noch im Bild bin, so wie jetzt gerade. Meine Kappe verschwindet, das sollte nicht sein. Ich kann übrigens auch ein Loch ins Bild machen. Nee, Schmann. Auf jeden Fall, ich hoffe genug gebabbelt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar und ein Like auf jeden Fall. Und was mir jetzt besonders wichtig ist, auf jeden Fall kommentieren. Und wenn nicht kommentieren, dann bitte wenigstens ein Like da lassen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann ein Dislike. Weil ich möchte schon wissen, wie es ankommt. Ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht ein YouTuber, der sich YouTube-Videos anschaut und nicht immer ein Like da lässt und es gleich wieder wegklickt. Ich tue wirklich jedes Video bewerten. Und für die, die mich ja kennen, die ich auch abonniert habe, die mich abonniert haben, die wissen, dass ich bei jedem Video einen Kommentar drunter schreibe. Bei jedem. Ne? Also wenn ich es mal schaffe, eins anzuschauen, ich tue auf jeden Fall immer einen Kommentar schreiben. Überlegt euch das mal. Lasst es mal den Kopf gehen. Ne, spannend auf jeden Fall. Wie schon gesagt, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Vergesst das Bewerten nicht. Für die, die jetzt neu dabei sind, ich werde ab jetzt, beziehungsweise am Anfang werde ich es nochmal machen. Ja, ich mache es am Anfang auch. Und jetzt hier oben nochmal die ersten Folgen einploppen für die, die es überhaupt gar nichts mit The Walking Dead zu tun haben. Ich meine, die Season 1 ist schon so alt und die meisten kannten es trotzdem nicht. Würde ich einfach mal empfehlen, es anzuschauen. Werde ich auch nochmal da oben mit rein verlinken. Also einfach mal auf, ach nee, auf dieses I da drücken. Aha, ich muss schon wieder Bildschirm gucken. Auf jeden Fall auf dieses I da oben. Und da werden dann nochmal sämtliche Sachen eingeblendet. Also The Walking Dead, die erste Folge, die allererste, wo dann noch der Lee dabei ist. Beziehungsweise wo wir Lee spielen. Für die, die wissen wollen, was mit ihm passiert ist. Bitte einschalten. Ist sehr, sehr wichtig. Auch für die Season 2. Auch die 400 Tage. Ihr habt ja schon gesehen, dass ein paar von den 400 Tagen, die sind ja mit dabei. Nicht? Also es ist ja nicht so, als wäre das nicht wichtig gewesen. Ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt. Ich glaube, euch ist langweilig genug. Wie schon gesagt, bewerten nicht vergessen. Für die, die neu dabei sind, erstmal auf jeden Fall ein Sub da, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und immer wisst, woran ihr seid. Ich verabschiede mich von euch. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Wie schon gesagt, bis zum nächsten Mal. Baut keinen Scheiß, bleibt anständig und wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, gute Nacht. Oder guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr euch das Video gegönnt habt. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Euer Avenger. Servus. Bis dann.